Bald ist Ostern und wir haben uns heute überlegt, wir machen etwas, weil Ostern ja ziemlich spät ist im Jahr und wir hoffen, dass es warm ist, dass wir etwas machen können, was wir so auf dem Grill mal so bauen können. Und weil es moderne Küche ist, haben wir uns überlegt, wir machen Lammburger. Wir machen Lammburger heute und dafür braucht ihr Lammgehacktes. Lammkeule, Lammrücken, Lammhaxe, gibt es etliche Videos zu, können wir auch nochmal eins machen. Aber ich finde so jetzt, ich hatte da Lust drauf, das mal zu machen und ich finde das so extrem lecker, weil es mal was Außergewöhnliches ist, was man sonst eigentlich, man bekommt es eigentlich. Also, oder weißt, kennst du einen Laden, wo du einen Lammburger kriegst? Ich auch nicht. Dafür brauchen wir Lammgehacktes. Ich habe jetzt hier eine Lammkeule genommen und habe die durch einen Fleischwolf gelassen. Ich habe auch zwei Knoblauchzehen mit durch den Fleischwolf gelassen, dass das also sich schön vermischt hat und etwas Salz und Pfeffer. Bis jetzt nicht mehr. Jetzt kommen Gewürze dazu, die für uns hier in unseren Breitengraden ungewöhnlich sind im Essen. Und zwar geben wir, also in fleischlichem Essen, jetzt geben wir hier Zimt dazu. Und zwar ein Teelöffel ist das. Wir geben Kreuzkümmel dazu, auch ein Teelöffel. Paprika, auch ein Teelöffel. Und jetzt Paprika geräuchert, ebenfalls ein Teelöffel. Das hier sind 750 Gramm Lammgehacktes. Ja? Jetzt kommt noch dazu ein kleines bisschen Minze, auch ein Esslöffel gehackt dazu. Zitronenabrieb von einer Zitrone. Dann vermischen wir das. Nicht zu doll kneten, ne, sondern wirklich nur so, dass sich die Gewürze miteinander vermischen. Wenn ihr das einen Tag vorher machen könnt, macht das. Das ist fantastisch. Das stellen wir jetzt hier zur Seite. Lammfleisch haben wir vorbereitet. Und jetzt habe ich hier, ich stelle mal die Gewürze so ein bisschen hier runter, damit man das besser sehen kann. Jetzt habe ich hier Folgendes. Ich habe hier gewürfelte Tomaten entkernt. Eine klein geschnittene rote Zwiebel, Minze, ein ganzer Bund, das sind 50 Gramm, gehackt. Und ich habe hier gehackte, glatte Petersilie. All diese Dinge gebe ich in eine Schüssel und mache daraus einen Salat. Und dieser Salat wird ebenfalls auf den Burger gegeben. Jeder von euch kennt das. Das sieht toll aus, wenn ihr so einen Lollo Rosso oder Lollo Biondo oder irgendeinen anderen Salat auf den Burger gebt, dann habt ihr ein Salatblatt da drauf und das Fleisch glitscht euch dann von links nach rechts und schwierig zu essen und so weiter. Wir machen das heute ein bisschen anders. In den Salat gebe ich Zitronensaft, bitte kein Essig. Der Saft einer ganzen Zitrone geht da rein. Ein kleines bisschen Salz. Und als Konter zu dem Salz und zu der Zitrone Honig. Ich könnte natürlich auch Zucker nehmen, das geht auch, oder Ahornsirup. Aber der große Vorteil von Honig und Ahornsirup gegenüber Zucker ist, er löst sich sofort auf, ja? Und ihr habt dann nichts Kristallines mehr im Salat. So, wichtig ist aber auch, dass der Salat schön fein geschnitten ist. Ne? Das darf jetzt kein grobes Werk da drin sein, sondern es sollte schön fein sein. Wenn da hin und wieder mal so ein Petersilienstiel dabei ist oder was, so wie hier der hier, dann könnt ihr den rausnehmen. Ihr könnt ihn aber auch, den könnt ihr tatsächlich auch drin lassen. Das macht jetzt nichts. Was passiert jetzt hier in dem Salat? Zitrone, Minze, Petersilie, Tomate, Zwiebel und die Gewürze geben eine absolute Geschmacksexplosion, weil die Kombination aus der Zitronensäure in Kombination mit der Zwiebel, die ein bisschen süß, ein bisschen scharf ist und dieser frischen Minze und der frischen Petersilie. Einer meiner absoluten Lieblingssalate. Wirklich ein ganz fantastisches Ding, auch für den Sommer. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, noch ein bisschen Eisbergsalat klein geschnitten noch damit drunter geben. Wirklich ganz fantastisch. Okay, jetzt bereiten wir uns die Burger Patties vor. Bei den Buns ist es so, ich habe jetzt hier Brioche Buns genommen. Ihr könnt aber auch Sauerteig Buns nehmen. Das ist Brötchen,
Buns, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das Verhältnis Brötchen zu Fleisch ist immer schwierig. Entweder du hast einen Riesentrümmer von Patty oder du hast es so klein. Und ich zeige euch das jetzt einmal. Das ist die Größe des Buns hier, ja? Okay? So sollte auch euer Burger nachher sein. Den presst ihr nicht, ne? Sondern ihr macht einfach nur so eine leichte Kugel daraus und legt die daneben. Ihr seht das Verhältnis. Das machen wir jetzt mit allen. Ich habe jetzt hier zwar 6 Brötchen, aber die 750 Gramm reichen circa für 4 bis 5. 5, um genau zu sein, sehe ich gerade. Einer ist zu viel. Einer ist zu viel, Stefan. Und ich habe ja vorhin schon einmal, ich weiß gar nicht, ob ich das angekündigt habe, oder ob wir da einen Schnitt gemacht haben. Was ist normalerweise immer auf dem Burger als Soße, Stefan? Ketchup, Mayo, Barbecue-Soße, ja? Das machen wir nicht. Könnt ihr zu Hause gerne machen, ich mache das nicht. Ich habe hier Sauerrahmen. Da ist ein bisschen Petersilie und etwas Schnittlauch drin, ein wenig Zitronenabrieb, Salz und ein bisschen Honig, mehr nicht. Ihr könnt auch einen Tzatziki nehmen zu Hause. Oder ihr könnt diesen Kartoffeldip nehmen oder eine Quarkcreme oder einen Kräuterquark. Was ihr wollt. Also wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht selber machen, was ich auch verstehen kann, kauft euch tatsächlich einen fertigen Kräuterquark. Und dann probiert das mal aus. Dazu habe ich, weil wir hier schon Tomaten gewürfelt drin haben, habe ich hier eine abgezogene Paprika, eine Spitzpaprika. So und so. Die Haut ist weg. Die brauchen wir gleich auch. Ja, dann sehen wir uns hier gleich an der Grillplatte wieder. Also ich habe jetzt hier eine Pfanne aufgestellt. Wenn ihr zu Hause bei schönem Wetter draußen am Grill seid, macht es auf dem Grill. Aber es geht auch so. In die Pfanne geht ein kleines bisschen Fett. Fleisch geht rein. Ihr drückt den schön an, den Burger. Denkt dran, er muss kein Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern lecker muss er sein. Wenn du den vorher formst, dann hast du diesen industriell gefertigten Patty. Das ist einfach zu fest. Du hast dann halt kein lockeres Brät. Ja? Du hast dann einen Klumpen Fleisch im Mund und das ist halt nicht so schön. Ich meine, wenn man das mag, okay, ne? Da sind wir wieder beim Thema gelernte Geschmäcker, dann ist das in Ordnung, wenn man das möchte, aber ich persönlich mag das jetzt nicht. Ich habe das früher auch immer tatsächlich vorher gepresst und dann ist es schön in Form und so, aber ich sag mal, das Ergebnis nachher, was du dann isst, ist der, sag ich mal, der sogenannte, wenn man jetzt mal das so nennen möchte, der Smashed Burger, tatsächlich der schönere von beiden. Ja. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Ich esse meine Burger gerne Medium. Und auch beim Lamm ist es so, ich esse den gerne Medium. Also ich esse Lamm rosa gebraten. Wenn ihr jetzt zu Hause Besuch habt und die sind der Meinung, Lamm muss immer heiß sein und durchgebraten sein, um Himmels Willen, lasst denen den Glauben. Alles gut, ja? Also jeder so, wie er möchte. Aber das rosa gebraten, unfassbar lecker. Wirklich. Okay. Brötchen gehen auch mal rein zum Anwärmen hier. Dann drehen wir das um. Dann holt ihr euch schon mal die Sachen, die ihr zum Burger bauen braucht, dazu. Der Sauerrahmen, Petersiliensalat. Und wenn ihr schlau seid, so wie ich, dann habt ihr immer schon einen Tellergriff bereit, wo ihr die Sachen anrichtet. Oder Zeitungsdinger. Kriegt ihr auch schon tatsächlich, ist gar kein Gastroartikel mehr, kriegt ihr so im Supermarkt. Sieht toll aus. Kann man ein bisschen prahlen zu Hause. Ne? Burger Bun ist so ein bisschen angebraten. Legen wir dann mal hier auf den Teller. Legen sofort ein neues dazu. Deckel daneben. Dann nehmt ihr euch einen Esslöffel und macht da so einen Klecks drauf von dem Sauerrahm. So. Und jetzt nicht das Fleisch da drauf, sondern den Salat bitte. Ja, damit der Salat schön so eine Verbindung eingeht mit dem Sauerrahm. So. Wunderbar. So eine Paprika, das ist nicht so schön, wenn die so ein bisschen da drüber liegt. So. Dann den Burger da drauf. Ich persönlich mag das, wenn dann jetzt oben noch so ein ganz kleiner Klecks Sauerrahm draufkommt. So, so. Dann nehmt ihr eure Deckelchen. Da muss man weg.
und so. Ich baue jetzt hier noch die restlichen zu Ende. Der Stefan wird sich wahrscheinlich davon gleich einen einverleiben und ich auch. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterfest. Macht euch keinen Stress. Lasst das die anderen machen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.